Tittling im Bayerischen Wald. Freut mich sehr, dass du hier bist. Für alle, die Frau Dr. Feil noch nicht kennen, vielleicht magst du dich selbst mal vorstellen. Ja, sehr gerne. Ja, mein Name ist Friederike Feil. Ich habe mich spezialisiert die letzten Jahre auf Ernährung, auf den Darm, wie ich auch den Darm quasi heilen kann durch Ernährung, auch durch andere Dinge. Ich betreibe einen tollen Gesundheitsblog, wo wir einfach regelmäßig über verschiedene Gesundheitsthemen bloggen. Und genau, das mache ich mit meinem Team, mit Begeisterung, dass wir die Leute ein bisschen an die Hand nehmen in ein gesundes Leben. Was aber die Friederike jetzt verschwiegen hat, ist, sie hatte eine sehr lebhafte Vergangenheit, und zwar als Sportlerin. Vielleicht magst du da was erzählen, weil du bist ja auch über den Leistungssport, kann man sagen, bestimmt auch zum Thema Ernährung gekommen, oder? Ja, genau. Also ich habe früher Hindernisläufe gemacht, wer sich da jetzt nichts drunter vorstellen kann, Extremhindernisläufe. Ich war eine der besten Hindernisläufen wirklich der Welt. Ich habe, also kann man sich so vorstellen, man geht im Winter in eiskaltes Wasser. Spannend, okay. So, läuft 20 Kilometer und vielleicht nimmt man dann noch so 100 Hindernisse mit. Muss also wirklich über, ja, ich sag mal, über große Hindernisse drüber klettern, auch mal im Matsch drunter kriechen. Also ich war da sehr dynamisch, auch vielleicht deswegen zum Teil schneller wie die Männer, weil ich einfach ein bisschen fixer war. Habe mir da in Europa einen ganz guten Namen gemacht, war viel unterwegs, dann auch bei der Weltmeisterschaft und habe natürlich so auch immer alles an meinem Körper schon ausprobiert. Selber ausprobieren ist immer am besten, finde ich. Ja, mache ich genauso. Das heißt, wenn es gibt ja viele Strömungen oder Tendenzen oder Trends auch, immer alles erstmal selber ausprobieren, weil wenn man es selber merkt und spürt, tut es einem gut oder nicht, ist ja der beste Gradmesser eigentlich, oder? Genau, weil ich denke, wir haben in unserem Leben immer mehr Experten, die natürlich einem erzählen, wie es geht. Und für mich war das immer wichtig, quasi auch die Dinge vorher selber ausprobiert zu haben. Und gerade so ein Leistungssport bringt einen einfach dazu, dass man den Körper sehr genau kennenlernen will. Für mich war dann auch immer das Thema, ich möchte ja nicht so viel trainieren, wie kann ich natürlich schneller werden? Und da kann man ja viele Schrauben im Körper drehen. Und ja, ist also immer noch so mein Motto, alles was ich empfehle, habe ich selber schon gemacht. Ja, und das finde ich extrem wichtig, das wirklich selbst mal probieren und erfahren zu haben. Perfekt. Das heißt, du bist jetzt in Berlin stationiert mit deinem eigenen Unternehmen. Genau. Und hast dich auf Ernährung und hier vor allem auf den Darm spezialisiert. Genau, also jetzt, so ja, also ich habe, vor 2 Jahren bin ich nach Berlin gekommen, eine super tolle Stadt, habe dort jetzt ein kleines Team aufgebaut und ich habe eine Kur entwickelt, also zur Stärkung des Darms und eigentlich geht es auch um eine natürliche Ernährungsumstellung und wir nehmen die Leute einfach so ein bisschen an die Hand. Innerhalb von 17 Tagen passiert da schon relativ viel. Das machen die Leute also von daheim, die müssen jetzt nicht extra nach Berlin reisen, die kriegen von uns ein tolles Paket mit Nährstoffen, dabei ist ein E-Mail-Coaching und dann eben auch eine Anleitung zum Durchführen. Und das Tolle ist einfach, dass unser Kundenbereich sehr, sehr breit ist, weil Darm, wir müssen einfach sehen, sind 70% des Immunsystems stecken im Darm, das Darm. Das muss man wissen, das wissen viele nicht, 70% des Immunsystems sind im Darm. Genau. Ja, und das heißt, über die Ernährung kann ich den Darm auch wieder gesund machen, wenn er geschädigt ist? Ja, also es ist so, dass wirklich das, also wir in unserem Körper sitzen 2 bis 3 Kilogramm Bakterien. Und das nennt sich Mikrobiom und dieses Mikrobiom ist zu über 50% abhängig von dem, wie wir uns ernähren. Also ich sag mal, ob wir jetzt unsere Lebensmittel gemäß dem Motto Geiz ist geil einkaufen oder ob wir wirklich auf, ich sag mal, regionale, natürliche, biologische Lebensmittel achten, nicht so hoch verarbeitet und damit kann ich natürlich mein Mikrobiom verändern und dadurch auch mein Immunsystem stärken. Wie merke ich denn das, wenn ich zum Beispiel jetzt diese 17-Tage-Kur von dir mache, was kann ich für Veränderungen feststellen? Nach 17 Tagen bin ich da anders, denke ich anders, bin ich gesund? Was ändert sich an mir? Was kann ich spüren? Ja, also was ändert sich? Vielleicht dann nochmal so ein bisschen Hintergrund, weil dann kapiert man auch, warum da so viele Veränderungen möglich sind. Also im Darm sitzt nicht nur 70% des Immunsystems, sondern eigentlich auch das zweite Gehirn. Das heißt, der Darm ist, ich sag mal, besser verschaltet wie das Rückenmark. Da sitzen genauso viele Nerven wie im Gehirn, wenn nicht noch viel mehr. Der Darm produziert ganz viele Botenstoffe, die unser Denken beeinflussen. Und
Genauso, ich sag mal, um den Darm ist so eine Darmschleimhaut und die schützt uns vor Allergien oder vor allem Fremdmaterial. Das heißt, wenn die löchrig ist, ich sage immer löchrig wie Schweizer Käse, kann es natürlich auch zu Allergien etc. kommen. Und so, wenn man dann diese ganzen Punkte nimmt, wofür der Darm zuständig ist, dann sieht man halt, ist so eine Kur, ich fühle mich vielleicht besser, ich habe eine höhere Energie, ich habe ja keine, oder die Unverträglichkeiten gehen weg, Allergien sind besser, also das Wirkspektrum ist wirklich sehr, sehr groß. Also das heißt, mehr Energie, klareres Denken vielleicht auch. Ja. Hautprobleme könnte ich mir gut vorstellen, dass auch besser werden. Genau, also der Darm ist ja, oder die Haut ist die, der Spiegel des Darms. Ja. Da vielleicht auch ganz interessant, wir hatten auch mal eine Kundin, die hat wirklich seit 10 Jahren mit irgendeinem Hautausschlag rumgeschustert, also mit von einem Arzt zum anderen, mit irgendwie Cortison, Salben. Ja. Ja. Und ja, die hat die Kur gemacht und hat gesagt, ja, jetzt ist mein Ausschlag weggegangen, wo ich seit 17 Jahren, seit über 10 Jahren mit meinem Doktor rummache. Okay. Und genau, die war dann ganz begeistert und meinte, was soll ich jetzt essen, Frau Feil, damit das auch so bleibt. Ja. Gibt es auch am Anfang der Kur sogenannte Entzugserscheinungen, wenn man, ich denke, ihr verzichtet auf Weizen, denke ich mal, oder? Oder ja, nehmen wir einfach mal Weizen, ja. Genau, also die ersten 3 Tage, das ist also, das ist eine Schonphase, das ist eine Entgiftungsphase, deswegen haben wir jetzt auch extra Mittelchen dazu, dass die Entgiftung nicht ganz so heftig wird, die dann gleich die Leber unterstützen, dass dann die Entgiftung etwas leichter abläuft. Es ist schon so, dass wir Erstverschlimmerungen haben auf mehreren Ebenen. Ja. Also zum Teil Kopfweh, klar, es wird auch Kaffee weggelassen, Alkohol weggelassen, Weizen, Zucker, das sind Suchtmittel. Ja. Wenn man die von einem Tag auf den nächsten weglässt, spüren das die Menschen. Interessant ist natürlich auch, wenn der Darm die Chance durch diese spezielle Ernährung bekommt, sich zu heilen, dass das Immunsystem hochreguliert wird und dadurch werden ja Dinge repariert. Und oftmals kommt es da einfach zu einer Erstverschlechterung. Also, was aber nicht schlimm ist, ja. Nee. Erstverschlechterung führt ja häufig auch ein in Naturheilkunde. Es bedeutet ja nur, dass etwas passiert, dass eine Reaktion passiert. Und diese Reaktion, die kann Verschlechterung oder Verbesserung sein, aber in dem Moment, wo was passiert, ist schon mal gut. Man muss einfach nur am Ball bleiben und dem Körper die Chance geben, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Das ist ja in ganz vielen Dingen so. Genau, also wir haben es auch oft so, und das ist also zu dem Thema Erstverschlechterung, das dann auch immer, wenn sich die Kunden bei mir melden, so, oder bei uns, ja, ich fühle mich jetzt so müde und schlapp und irgendwie auch die Nieren tun weh. Und wenn man dann durch diese Zeit sich, ich sag mal, durchbeißt, danach geht es dann eigentlich immer nach oben, weil es ist ein gutes Zeichen, der Körper arbeitet und es bewegt sich was. Ja. Und ich glaube, in der Phase ist die ersten 3 Tage wahrscheinlich ist das Mindset auch richtig, dass man sagt, okay, ich ziehe das jetzt durch, ich bleibe dabei und da ist eure Unterstützung als Team wahrscheinlich extrem notwendig, um die Leute wirklich über diese ersten 3 Tage drüber zu helfen, um ihnen dann auch die Chance zu geben, das Positive zu fühlen, wenn denn mal hier der Weg in die Richtung Heilung geht. Also das Tolle ist, also nicht nur, dass ich ein super tolles Team habe um mich rum, mit sehr viel Wissen auch, sondern dass wir mittlerweile eine Facebook-Community haben mit, ach, ich glaube jetzt über 1300 Leuten, die sich auch gegenseitig unterstützen. Perfekt. Also wenn man die Kur macht, kriegt man von alten Hasen, die Kur zum Teil schon 5-mal gemacht haben, wirklich Unterstützung, die auch wissen, oh, jede Kur ist anders, die wissen, welche Phasen kommen. Sehr gut. Und das ist natürlich also für viele auch so, schreiben dann auch rein, ohne die Gruppe hätte ich das nicht durchgestanden. Ja, das verlinken wir natürlich gerne, eure Facebook-Gruppe können wir gerne verlinken, für alle Interessierten. Also nochmal, Darm 70% für die Gesundheit auch sehr wichtig, Darm, das zweite Gehirn, wissen viele nicht, dass diese Neurotransmitterbildung gestört werden kann. Was würdest du sagen für Interessierte, was sind so die Top 3, was man falsch machen kann beim Darm? Ja, also wir haben schon gehabt, Top 3. Falsche Ernährung, also was ist das Allerschlimmste, wenn ich meinen Darm zerstören möchte, was muss ich dann machen? Also das Allerschlimmste ist wirklich so Fertigprodukte mit viel Chemie. Also schlimmer geht's nicht. Weil die Chemie die guten Bakterien genau, also wir wissen so Süßstoffe oder andere chemischen Zusatzstoffe, die beeinträchtigen einfach diese vielen tollen Darmbakterien, die da sitzen. Und dementsprechend so Fertigessen als so ein absolutes Tabu. Okay. Zweites
Thema hatten wir schon erwähnt, Zucker und Weißmehl. Das ist, glaube ich, muss ich gar nicht mehr viel zu sagen. Ja. Jetzt hier vielleicht noch das Thema Fleisch. Fleisch an sich ist nicht schlecht, aber das Thema Massenproduktionsfleisch. Ja. Warum? Das sind einfach Antibiotika-Rückstände, Medikamentrückstände. Ja. Und was macht Antibiotika? Es löscht die Darmflora aus. Dementsprechend, umso mehr Antibiotika da drin ist, also und diese Rückstände sind da, dann wird Stück für Stück einfach diese Vielfalt meiner Darmbakterien reduziert. Okay. Und dementsprechend, also Massentierhaltungsprodukte sind definitiv nicht gut für den Darm. Okay. Okay. Du hast gerade die Antibiotika angesprochen. Natürlich auch bei uns in der Zahnarztwelt ein heißes Thema. Ja. Viele, viele Zahnärzte verschreiben noch orale Antibiotika. Das heißt also Antibiotika-Tabletten, die sozusagen über den Darm auch wirken und resorbiert werden. Wir haben seit vielen Jahren das orale Antibiotikum schon aus der Praxis verbannt. Das gibt es bei uns nicht mehr. Okay. Wir verwenden kein Antibiotikum in Tablettenform mehr, weil wir genau wissen, es zerstört die Darmflora. Mhm. Ja. Es gibt jetzt bestimmt viele Menschen da draußen, die schon jede Menge Antibiotika genommen haben. Was können die jetzt als Erstmaßnahme machen? Also es gibt ja auch Probiotika. Mhm. Kann ich Probiotika einnehmen, wenn ich sage, okay, ich habe mal Antibiotikum genommen, ich möchte meinem Darm was Gutes tun, ich gehe in die Apotheke, kaufe mir Probiotika, gibt es ja viele, also neue Probiotika sind sozusagen Bakterien. Eine Mischung an gesunden Bakterien. Ich nehme die ein und die Wirkung der Antibiotika, der Schaden ist gelöscht. Ist es so? Oder was würdest du jemandem empfehlen, der vielleicht auch medizinisch mal Antibiotika nehmen musste, vielleicht letzte Woche? Ja. Also, was kann der machen, um sich seinen Darm gesund zu erhalten oder wieder zu regenerieren? Also Probiotika ist definitiv schon eine Sache. Da muss man auf die Konzentration achten, dass die wirklich auch groß genug ist. Ich bin, muss ich sagen, mit den Probiotika, also Probiotika sind wirklich Bakterien, Milchsäurebakterien, die ich quasi zufüge, um die Vielzahl wieder, ich sag mal, zu verbessern in meinem Darm. Das Thema ist einfach, dass oft, also in Apothekenprodukten, doch Zusätze drin sind. Da ist dann Maltodextrin und also das ist noch das, ich sag mal, das geringfügigste Problem, aber echt zum Teil Zucker, wo ich denke, warum muss ein Probiotikum Zucker haben? Und gute Frage, warum? Also es gibt auch, ich sag mal, natürliche Lebensmittel, die sehr viel probiotische Bakterien haben. Das sind wirklich fermentierte Lebensmittel, zum Beispiel, ich sag mal, Kimchi, das ist japanisches. Ist auch bei uns, ich sag mal, Sauerkraut, sehr bekannt. Muss man aber roh essen. Ja. Kefir oder auch Kombucha, das ist so ein Krafttrunk. Brottrunk ist auch, hat auch sehr viele Milchsäurebakterien. Und jetzt ist aber auch die Frage, was ist Kraftfutter für die Bakterien? Und das heißt also, wovon ernähren die sich? Und das sind Ballaststoffe. Und auch das kann man relativ schnell, dass man einfach seine Ballaststoffzufuhr erhöht. Das heißt, ganz viel Gemüse isst, aber auch so Sachen wie ungeschälte Hanfsamen, generell Sonnenblumenkerne, Topinambur. Das sind einfach sehr ballaststoffreiche Lebensmittel. Hier nicht die Weizenkleie, also das wäre jetzt nicht so optimal, damit die auch Futter haben, dass die sich dann auch weiter ernähren. Es macht ja keinen Sinn, die guten Bakterien oben reinzuschütten und ihnen aber nichts oder was Schlechtes zu essen zu geben, weil dann überleben die auch nicht, oder? Ja, kann man so einfach erklären. Ja. Und von was ich ganz großer Fan bin, das wird dann auch, ich sag mal, in Zukunft in unseren Produkten mit drin sein, das ist Trinkmo. Das ist einfach Dreck. Okay. Also buchstäblich. Das ist also wirklich aus einer, also Moor, das ist 10.000 bis 15.000 Jahre alte, ich sag mal, gereifte Erde, wo eine Vielzahl an Bakterien drin ist. Und da, ich sag mal, auch die Kraft von über 350 Pflanzen mit enthalten ist. Und das ist natürlich dann unglaublich gut für den Darm, weil wir die ganze Kraft der Erde mit aufnehmen. Okay, super. Und das habt ihr dann in euren Produkten mit? Oder? Genau, also das schmeckt auch, also das schmeckt gar nicht so schlecht. Man kann das trinken, das schmeckt wie mineralhaltiges Wasser. Das gibt es bei uns am nächsten Jahr, genau, da stellen wir gerade um. Und das habe ich auch selber jetzt die letzten Wochen, Monaten also selber getestet. Das ist unglaublich, was das bewegt. Okay. Gibt es selber, oder wenn jemand zu dir in deine Praxis zum Beispiel kommt, siehst du an jemandem, ob der ein Problem mit seinem Darm hat? Gibt es da was, ohne dass er was erzählt, ohne dass er sagt, ins Detail geht, siehst du am Körper, am Gesicht, an der Haut, an den Augen, irgendwo siehst du was? Oder kann jemand selber erkennen, Mensch, ich muss mal über meinen Darm mal Gedanken machen?
Ja, also dadurch, dass so viele Zusammenhänge mit dem Darm einfach, also der Tod und das Leben entstehen im Darm, ist es natürlich auch so, dass der Darm, dass man sieht, wann er schreit. Also das heißt, ich habe da natürlich schon einen Blick für. Okay. Zum Beispiel, wo siehst also du? Das Erste ist immer die Haut, weil das haben wir ja schon gesagt. Ich sag mal, Haut ist der Spiegel des Darms. Ja. Genauso aber auch Müdigkeit, Schlappheit. Ja. Also wenn jemand keine Energie hat, dann... ja, der Darm ist Nadelohr für die Nährstoffaufnahme. Das heißt, wenn er nicht in der Lage ist, ich sag mal, unser Essen zu verwerten, dann haben wir auch nicht die Energie, die wir brauchen, um unsere Alltagssachen zu bewältigen. Und dann natürlich generell einfach strukturelle Probleme. Ist genau dasselbe. Wenn unseren Strukturen Nährstoffe fehlen, kann dahinter der Darm liegen. Sehr gut. Ja. Ja. Was mir als Zahnarzt häufig auffällt, und das wissen viele auch nicht, das ist, dass die Darmschleimhaut von der Entwicklungsgeschichte den gleichen Ursprung hat wie die Mundschleimhaut. Das heißt, deswegen habe ich gefragt, wir kennen häufig, dass wenn die Mundschleimhaut verändert ist, kann ich auch Rückschlüsse auf den Darm schließen, ja, weil die haben sozusagen, die korrespondieren miteinander. Ja. Und auch in der chinesischen Medizin wird häufig auch Zungendiagnostik, Schleimhautdiagnostik gemacht. Und die ziehen auch über den Mund Rückschlüsse über den Zustand des Darms, ist auch interessant. Ja. Genau, also das ist also ein großes Thema. Erstens, dass die ganzen Schleimhäute im Körper auch miteinander verbunden sind. Das heißt, ich kann auch keine gesunden Zähne bekommen, weil einfach dann, ich sag mal, in meinem Mundhygiene, wenn es dem Darm nicht gut geht, die sind dann eben auch schlecht. Ja. Das heißt, auch hier genauso das Thema, wenn ich viel Karies oder sonstiges habe, klar kann ich das erstmal auf den Zucker schieben, aber das kann natürlich auch wirklich von der gestörten Darmflora kommen. Nee, super, also wirklich vielen Dank für deine Infos heute. Wir haben gelernt, der Darm wirklich eine zentral wichtige Stellung im Bereich Gesundheit, Immunsystem. Wichtig ist, man weiß heute sehr, sehr viel über die Wirkung des Darms, über die Wichtigkeit des Darms, und man kann was machen. Ja? Und das ist das Entscheidende. So, und dann sind wir wieder dabei, alles hängt mit allem zusammen und wir können selber auch was für unsere Gesundheit tun. Ja? Genau. So, das heißt, Wissen Nummer 1 und dann Tun Nummer 2. Ja, ist immer das Gleiche im Leben, und das war super spannend heute. Vielen super. Dank. Ja. Perfekt. Alles dann Gute. Vielen Dank und bis zum nächsten Gespräch. Perfekt, vielen Dank. Sehr schön.